Und damit, meine Lieben, alle guten Dinge sind drei, habe ich gehört. Und deswegen machen wir die Map hier nochmal. Wir haben hier nochmal alle Plätze offen für Leute, die mit dazukommen wollen. Und Lona lassen wir natürlich auch erstmal wieder zu Ende reden. So. Ich weiß jetzt, wie wir den Raum öffnen am Ende. Und dann ganz am Ende durch den Kanal durchkommen. Wir müssen die beiden Leuchtfeuer auf... ich sag aufmachen, so, schon wieder. Verrede mich ja schon wieder. Nicht aufmachen müssen wir sie, sondern wir müssen sie entfachen. Und das erste Leuchtfeuer ist beim ersten Grimm. Und ich gucke nochmal hier, ob wir Kunst mitnehmen können. Übrigens, es gibt nichts für die Kunst. Ich habe gesehen, dass irgendwie hier unten Kunst sein kann. Ich hatte keine Ahnung, wie man da überhaupt hinkommen soll. Vielleicht mit einem Explosivfass. Vielleicht. Und ich habe ja auch keins rumliegen sehen gerade. Naja, wir werden hier ganz vorsichtig jetzt vorwärts gehen. Wir haben die KI dabei, was nicht so toll ist. Aber vielleicht wird hier alles ganz gut. Oder vielleicht bekommen wir Mitspieler. Wir werden es sehen. Und ihr dann auch. Uiuiui, hier. Der Stormwärmen, ist der von oben untergetroppt? Ja, von oben. Das ist so ein Loch gewesen. Da muss man anscheinend hier auch aufpassen. Na komm, nehmen wir mal das Fass ein bisschen mit. Ich weiß nicht, ob ich das hier gebrauchen kann. Aber... okay, ich lasse da jetzt liegen. So wichtig kann das Fass dann nicht sein. So, wir können uns jetzt auch mal ein bisschen hier mehr ansehen. Wir können jetzt mal sehen, wie das Ding hier wieder runterfährt. Aber Grille nicht vor unserem Sichtfeld. Stoppen. Das ist ganz schön langer Weg. Zuerst hatte ich gedacht, dass wir vielleicht hier in eine Gondel gehen oder so, aber habe ich gesehen, dass nur die Kiste hier hängt. Und das war dann eigentlich hier die... hat dann quasi gesagt, dass wir da nicht runterfahren können damit. So, wir nehmen mal hier. Komm schon, Dankeschön. Die KI hat ja auch die Sachen mitgenommen. Wir gehen mal hier durch. Und es gibt hier auch mehrere Monster-Spawns. Oh, und hier, wir haben noch eine Missionsbeschreibung. Wir wurden nur deshalb noch nicht angegriffen, weil ich mit dem ortsanlässigen Zauberer eine Abmachung traf. Bisher beschützten uns seine Zauber, aber sie scheinen nachzulassen. Findet den Alten und überredet ihn, sich an seinen Teil der Abmachung zu halten. Ich glaube, dass hier der Zauberer aus dem ersten Vermintide gemeint ist. Wenn es euch interessiert, ich habe noch eine Vermintide 1 Playlist, damals mit dem Simon gemacht. Kann sein, dass es da ein bisschen Störgeräusche gab. Das habe ich damals auch noch nicht gefixt, leider. Aber wenn es euch interessiert, der Turm des Zauberers. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber ich glaube, eine der ersten. Da haben wir die gespielt. War sehr, sehr cool. Kann ich euch empfehlen. Okay, wir bekämpfen den Rattenoger hier hinten irgendwo. Nachdem wir vielleicht die Stormwärmen hier fertig gemacht haben. So, den hier auch. Und den hier auch. So, wir machen den hier mal so fertig. Okay, ja, ich lasse jetzt mal das Team ein bisschen hier auf die Dingens hier gehen. Auf den Rattenoger. So, jetzt sind hier alle fertig. Oh Mann, es ist so schrecklich, wenn wir hier wieder die ganzen Specials bekommen. So, jetzt können wir hier aber auf den Rattenoger. Wir gehen auch mal hier ein bisschen zurück. Nutzen hier mal unser... ja gut, wir müssen jetzt erstmal hier die Horde wieder ein bisschen wegholen. So, wir werfen hier mal Bombe hin, holen mal Victor wieder. Ich weiß zwar nicht, wie lange unser Team hier noch überleben wird. Weil Victor hier auch so tolle Sachen macht, wie hier einfach... das Schild so unnötig einzusetzen. Könnte sein, dass wir gleich hier noch ein Heilungskit von ihm bekommen. So, aber... solange wir hier unser... ja, wir setzen generell mal ein bisschen mehr Bomben ein gerade. So. Was war das hier für ein Ultra-Move gerade? Ich habe sowieso heute gemerkt, dass die Gegner hier auf der Map alle noch ein bisschen besonders sind. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ich muss ja auch ein bisschen aufpassen. Ich möchte nicht irgendwo oben stehen bleiben. So, aufpassen. Ja. Pass mal hier auf. Okay. Krillin hat hier den Assassinen fertig gemacht. Und ich bin hier gerade mega vorsichtig wegen der ganzen Horde hier auch noch. Muss ich gestehen.
Aber wenn wir dir das Monster so jetzt noch fertig machen, sind wir ganz, ganz gut dabei. Und was ich mal sagen kann, ist hallo. So, hier müsste irgendwo überall Zeug rumliegen, weil die KI hier alles Mögliche gedroppt hat. Ist nicht so schlimm. Aber ihr habt es gesehen, wie schnell die KI weg ist. Also, letzte Folge mit den Mitspielern war super gewesen. Und jetzt ist es hier total kacke. Ich würde gerne hier runterspringen, um zu gucken, ob das geht. Aber ich glaube nicht, dass das hier geht. Also, es kann sein, dass wir hier runterspringen können und dann quasi direkt hier in die Höhle kommen. Aber ich würde das ungern jetzt gerade hier auch ausprobieren, wenn wir nur zu zweit sind. Ich werde das mal in einer anderen Folge irgendwann machen. Aber es rennt jetzt noch nicht weg. Okay, Kevin haben wir befreit. Wir holen hier mal die drei Stormwürmen weg. Ganz, ganz vorsichtig und langsam. So, und dann den hier noch. Und dann stellen wir uns mal so hin, dass der den anderen Stormwürmen hier wegschießt. Wir können den hier auch als, ihr könnt bei Redling Gunnern und so die ganzen Sachen hier so als Schild quasi nutzen. Aber wir verlieren hier gerade ein bisschen viel, Stamina, wenn wir das machen. Ist aber nicht so schlimm. Wir können immer hier mit dem bisschen zurücklaufen, beziehungsweise mit dem rückwärts ausweichen, relativ gut Platz machen. So. Hat Kirillin die alle weggemacht. Und okay, also ich denke wirklich, temporäres Leben durch Staggern ist noch absolut in Ordnung. Ein Freund hat halt gesagt, dass das hier irgendwie gefixt ist oder so, aber da sehe ich jetzt gerade noch nichts davon, wenn ich ehrlich bin. So. Wisst ihr was? Ist mir jetzt egal. Ich trinke jetzt mal einen Speed Potion. Mach die jetzt mal so hier fertig. Das dauert hier viel zu lange. So. Aber ich muss gestehen, ich bin irgendwie momentan ein bisschen unvorsichtiger. Oh, wir haben hier noch ein bisschen Speed. Können wir den Schlitten hier noch befreien? Dann holen wir unsere Mates. Wir machen das erste Lagerfeuer auf dem Turm an. Das zeige ich euch. Wir holen den Schlüssel hier hinten. Das ist auch wichtig. Ich gebe den mal weiter. Wenn wir das erste Lagerfeuer hier oben anmachen, können wir noch ein bisschen Zeug hier mit. Manchmal liegt hier Zeug. Hier liegt gerade nur Munition. So, wir nehmen das Grimoire mit. Wir haben auch Gesundheitsregeneration, sehe ich gerade. Das ist sehr schön. Ein sehr, sehr guter Ult, würde ich behaupten. Und ich glaube, hier können wir dann später runter. Genau. So, auf den Dingens hier. Hopp, hopp, hopp. Warte mal, wo war denn das Grim hier genau gewesen? Nee, ich sehe es hier nicht. Ich glaube, ein bisschen weiter unten war es irgendwo. Ich glaube, irgendwo war es hier gewesen. Ich finde das erste Grimoire gerade nicht. Das müsste doch irgendwo... Ah, nee, hier war es, okay. So, hier ist ganz viel Zeug. Ich werfe das mal weg wieder. Ich sag mal, dass hier noch eine Bombe ist. Vielleicht möchte ihn noch jemand mitnehmen. Genau, das ist gut. So, vielleicht auch nochmal einen Heilungstrank. Nice. Und dann gehen wir mal hier gemütlich runter. Uiuiui, was ist denn da unten los? Ist nicht so schlimm, wir gehen mal hier mit unserem Ult rein. Und dann mit unserem Schwert. Jetzt ist hier relativ frei, wir müssen aufpassen, hier irgendwo ums Eck war irgendein Redlinger, ne? Oh, können wir die runterschubsen? Komm schon. Wir haben gerade nicht genug Power, wir müssen ein paar Gegner fertig machen. Ich habe nämlich nicht das perfekte Kit für den Kuba zusammengestellt. Muss ich gestehen, leider. Ich muss nämlich, hier unten seht ihr diese 3. Das ist quasi die 30% Power, die wir plus haben. Und wir brauchen ja 27 und Opportunist. Also 27% extra Power und Opportunist auf dem Schild, um Plague Monks zu staggern. So, aber das ist jetzt soweit so gut. Wir rennen jetzt mal zu unserem Zwerg und helfen ihm ein bisschen aus. Warten mal, bis jemand den hier wegschießt. Nice. Und das erste Feuer oben brennt, das ist gut. Wir müssen nämlich beide Feuer anmachen und dann geht die Hütte auf. Zumindest habe ich jetzt gerade mal bei Freunden nachgefragt, bevor ich die Folge aufgenommen habe. Also bevor ich die Aufnahme gestartet habe.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich finde es gut, dass Trott statt, dass das hier so ein riesiges O ist. Oder eher eine Null, sieht ein bisschen mehr wie eine Null aus. Kunst sammeln macht vielleicht Sinn, ich weiß es nicht. Ich habe nicht gesehen, dass wir ein Gemälde bekommen, wenn ich ehrlich bin. Aber dagegen kann ich nichts machen. So, ich laufe mal hier lang. Hier muss man aufpassen, ich habe es letzte Folge schon gesagt. Hier kommen manchmal Specials von oben runter. Okay, ich beeile mich mal jetzt richtig flott hier. Hier keine Kunst, hier beim Zwerg liegt das Tum. So, ich droppe hier gleich nochmal einen Stärketrank. Ein 2. Oh, nicht schnell genug ausgewichen. Huiuiui, schaut euch mal die Plague Monks an. Die machen echt flotten, kurzen Prozess mit uns. So, was wir jetzt machen, ist erstmal hier vorsichtig trinken und dann hier wieder rein. So, wir müssen unbedingt hier die Plague Monks fertig machen, die waren hier die schlimmsten bisher. So, wir holen Sienna hier wieder, keine Sorge. Wir nutzen mal unnötige Stärketränke im Moment. So, weg hier mit allen. Schön, wenn sie uns hier den Rücken zeigen, denn dann ist deren Schild hier nicht auf uns gerichtet und sie können es nicht blocken. Ja, das wäre jetzt unnötig gewesen, aber danke. Trotzdem danke. Oh, ich bin noch mit der Map nicht ganz hier die ganzen Wege. Ich konnte jetzt gerade nicht nach links ausweichen. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ich stelle mich gerade nicht wirklich gut an. Aber das habe ich generell noch nie wirklich. Also zumindest am Anfang des Spiels nicht. Neue Map, neues Gefühl. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir nicht so ein bisschen in den Baum ausweichen können. Aber wir werden uns dran gewöhnen. Irgendwann werden wir es dann schaffen, sich die Map hier ohne auf den Boden zu fallen, abzuschließen. So, hier ist noch eine Bombe. Die... Doch, der Zwerg nimmt sie. Nimm die. Oh. Wir haben die Bombe gerade gegeben, wo er sie aufgenommen hat, deswegen ist sie runtergedroppt. Das hatten wir schon mal in einer der letzten Folgen gehabt. Ist schon ein bisschen her, aber das hatten wir schon mal gehabt. Hier oben übrigens nutzt es auch lang zu gehen. Manchmal liegt da oben auch Bomben. Aber jetzt gerade habe ich ja nichts gesehen. Hier liegt manchmal Heilung, genau. Jetzt schieben wir den Schlitten wieder in die Mitte. Oh, kann ich auf den Schlitten? Oh, ich finde es so schrecklich, dass wir nicht auf den Schlitten können. Das wäre so schön. So. Schlitten hier schön in die Mitte fahren. Hier hinten auf dem Wagen übrigens kann man auch Kunst finden. So, der Schlitten ist jetzt hier und ich glaube, dass wir irgendwo eine Lootratte haben, oder? Nee. Keine Lootratte. Keine Lootratte. Ich hatte schon irgendwie gedacht. So. Aber wir haben hier einige Stormwürmen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir auf der Map hier deutlich, deutlich mehr Stormwürmen haben als auf anderen Maps. Und es ist in Ordnung. Es ist super. Es ist schön, wenn wir mal hier ein bisschen eine anstrengendere Map haben. Ich tue mich hier gerade sowieso noch nicht. Ich tue mir hier so. Blablabla. Ich verrät mich ja wieder. Ich bin hier gerade sowieso nicht so gut. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo der herkam. Ich weiß nicht. Vielleicht von hinten? Ich war aber hinten. Das macht es nicht besser. Ich möchte nochmal Danke sagen. So, wir holen die alle nochmal weg. Oh, ihr wisst gar nicht, wie verarscht ich mich gefühlt habe. Ich habe mit Freunden mal, Vermintide 1 gespielt. Und ich stand in der Ecke. Und ich wurde von einem Assassin angesprungen, der nicht von vorne kam. Und es war eine 90-Grad-Ecke ohne Loch über mir, wo der runterfallen könnte. Das ist wirklicher Schmerz. So. Sienna ist da oben. Ja, dann bleiben wir mal bei Sienna. Wir schaffen es nicht mehr hoch, ne. Das ist nicht so toll. Aber wir können da nicht viel dran ändern. Außer, dass ich mich jetzt mal ein bisschen mehr konzentriere. Und hier alle Versuche fertig zu machen. Und dann wird vielleicht die Map hier generell ein bisschen besser.
So, hier. Ich werfe das Zahnrad mal dahin. Ich habe jetzt da keine Lust drauf. So. Okay, wir halten hier einfach mal mit unserem Schild, schubsen hier ein bisschen rein. Ist nicht so schlimm, wenn wir alles brennt. Oh Gott, wie viele sind denn da jetzt? Das ist ja wieder mal schrecklich. Ja, das ist auch nicht gut. Wir werden ja gleich gestaggert. Wir haben mal eine Bombe dahinter. Eine haben wir. Aber auch nur einen Plague Monk. Ich muss mich hier jetzt echt durchdrücken. So, den haben wir. Hinter uns, glaube ich, noch einer, wenn ich es richtig höre. Deswegen gehen wir mal so nach hier. Darauf habe ich keine Lust. Dann gehe ich mal schön zurück jetzt hier. So, dann versuchen wir hier mal möglichst viel hier wegzuholen mit unserem Stärkedrang. Okay, die gehen zu Kirillin, das ist ganz schön. Ich halte hier mal die Stellung. Ah, mir tut's leid. Ich sehe hier gerade eine zu gute Öffnung. Ich muss jetzt gerade durch. Ich renne da jetzt mal schnell hier hoch und lege das Zahnrad ein. Das zweite liegt hier neben irgendwo. Irgendwo habe ich das doch hier hingeworfen. Da ist es. Perfekt. Wir können ja wieder an unser Lenkrad. Könnt ihr wieder damit hoch. Und ja, also ich versuche wirklich mal auf der Map hier ein bisschen besser zu werden. Dann wird das in der Zukunft alles ein bisschen einfacher. Zumindest ist das die Idee. Ist das meine Idee. So, wir werden nochmal nach dem zweiten Grimoire gucken, weil das wundert mich, dass es da nicht war. Und ich vergesse schon wieder, wir müssen wieder zum Schlitten zurück. Hopp, 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 hopp. Wir gehen jetzt zum Schlitten, zu unserem Lieblingszwerg. Und ich ignoriere mal den Holzsplitter, der uns gerade fast ins Gesicht geflogen ist. So, den holen wir auch noch weg, den Assassin. Und so. Wir haben hier gerade so vieles, hier Schildwürmen. Also Stormwürmen mit Schild. Die heißen auch einfach nur Stormwürmen, glaube ich. Aber wir haben so viele von denen. Fetchak ist so, ah ja, die normalen Stormwürmen sterben zu schnell. Lasst uns ganz viel mit Schild noch reinschicken. Damit die schön viel Spaß haben können. Zumindest ist es das, was ich hier denke. Und übrigens, bei der Säge kriegt man Schaden, wenn man da reinspringt. Das finde ich auch saulustig. So, schalten wir mal möglichst viel hier so aus. Wenn die hier schon reinspringen. Hier hinten können die auch runterkommen. Da muss man aufpassen. Das habe ich auch schon gesehen. Die Spawns hier sind sowieso ziemlich böse. Muss ich gestehen. So, jetzt geht's mal hier rechts lang. Warte, wir haben eine Bombe. Ah, hier ist eine schöne Bombe. Nehmen wir die schöne Bombe mit. Die schöne Bombe. Warum ist die Bombe schön? Hier ein bisschen Messing oder Gold? Persönlich würde ich kein Gold in eine Bombe verbauen, die sowieso in die Luft fliegt. Aber mich würde es nicht wundern, wenn die vorher mal hier Gold in eine Bombe verbauen würden. So, da hinten sind Plague Monks. Da holen wir mal so ein paar weg. Okay, nice. Hat soweit gut geklappt. Da sind einige Stormwürmen. Da versuchen wir mal ein bisschen von denen hier wegzuholen. Ohne vielleicht getroffen zu werden, aber das konnte ich jetzt nicht ganz ändern. So, das zweite Feuer ist weiter oben. Das können wir gleich auch noch anzünden. Und dann müsste der Loot-Spot offen sein. Zumindest meines Wissens nach. Genau, wir müssen auf der Seite hier hochgehen. Einfach, weil es hier einfacher ist. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass wir in das zweite Feuer kommen können. So, den holen wir noch weg. Genießen kurz die Aussicht für eine Sekunde. Und dann müssen wir hier hoch, genau. So, wir stellen uns hier in die Ecke. Wenn die hier runter droppen, sind wir hier ganz gut. Dann helfen wir mal hier unserem Werk. Mit der ganzen Horde hier. Wir haben ja relativ gut Cleave mit unserem platonischen Langschwert. Und die leicht schwere Kombo ist ziemlich gut gegen alles Mögliche.
Und vor allem, wenn die nicht hier so stapeln, dann kommen wir. Dann sieht man, wie gut wir hier durchkommen. Boah, die sind da gerade aber auch echt. Also ich glaube, die Skaven, also diese, wenn, wie der Rattenoger vorhin, der sich von A nach B mehr oder weniger teleportiert hat. Das müsste auch noch bald gefixt werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber wir sind es ja gewöhnt. Hashtag Name war 6 Monate Minimum da. Seit Bellocker Update im April war das da. Kann also ein bisschen dauern, bis wir das bekommen. Bis wir einen Fix dafür bekommen. So, hier darf man nicht... Überlegen. Doch, hier dürfen wir runter. Und dann hier hinten... müssen wir dann... an der Seite lang irgendwo. Ich muss mal gucken. Ne, noch ein Stück weiter. Hier war noch ein Drop gewesen. Genau. Okay, ich hole mal den Assassin hier weg. Ganz schön viele Schüsse. Brauchen wir mit dem Mondfallbogen mittlerweile. Um die wegzuholen, leider. Wir nutzen den Baum hier als Deckung. Klappt echt ziemlich gut. Aber trotzdem, dass das hier müssen wir lange. Wir müssen nicht nach oben und dann... Okay, da können wir nicht gerade helfen, da unten. Wenn wir den Sprung nicht schaffen, können wir das nicht öffnen. Komm schon. Jawohl, geschafft, okay. So, keine Lust auf dich. Oh, hier ist Kunst, nehmen wir mit. Und dann können wir den hier entzünden. Jetzt brennt der erste, der zweite und der dritte da hinten. Der dritte zählt aber nicht in der Challenge. Und wenn die alle drei brennen, öffnet sich der Raum und wir können durch das Loch am Ende. Ich hoffe ihr, ouch, wisst, was ich damit meine quasi. Das ist nicht so nice, aber es ist nicht so dramatisch. Wir stellen uns gerade generell nicht wirklich gut an. Aber immerhin kann ich das Leuchtfeuer zeigen. Das ist doch was zählt. So, ich sag nochmal danke hier. Ich bin hier generell ein bisschen vorsichtiger. Ich tue mir gerade nicht wirklich einfach auf der Map. Aber wir werden das schon irgendwie schaukeln. Haben wir letztes Mal auch mehr oder weniger gut geschaukelt. So. Bei der Hütte da hinten, wo wir auch in der ersten Folge geguckt haben, wo wir dann kurz danach das Monster bekommen haben und die ganze KI gestorben ist. Hier in der Hütte gibt es ganz gerne mal Heilung. Oder auch nicht. Aber da gibt es Munition. Das ist gut. So. Mal gucken. Hier ist unser Schlitten. Den nehmen wir wieder hier in die Hand. So, da fährt er schon mal. Und ja, da ist so eine Bombe. Das ist schön. Das ist Heilung. Die nehme ich mir dann nochmal mit. Okay, super. Wir kriegen irgendwie die ganze Zeit doppelte. Hoi, Specials. Habe ich mir gerade gut erschreckt gehabt. Naja, es ist noch ein bisschen neu, die ganzen Special-Spawns hier auf der Map. Da muss man schauen, wo die alle herkommen. Dann wird es alles auch ein bisschen einfacher. Assassinen machen wir wieder Assassinenzeug. Möglichst unvorhersehbar sein. So, den holen wir weg. Hier ist irgendwo ein Assassiner. Nice. So, ich versuche mich mal hier nicht zu sehr abzulenken, während ich rede. Und versuche die Gegner mal fertig zu machen. Und nicht ganz halt in den Rücken gestochen zu werden. So, Trockstadt. Ich glaube an euch. Nice. Ich sag erstmal danke. Das ist sehr schön. So, wir gucken jetzt nochmal, ob es das Grimoire jetzt gibt auf der Map-Variante. Wenn es das jetzt auf der Map-Variante gibt, wäre das echt kacke. Ist nicht so schlimm, wir können die hier ins Wasser stoßen. So, wunderbar, Problem gelöst. Schaut mal, hier ist es da auf der Map-Variante. Okay, wir müssen gucken, bei welcher Map wir das hier quasi... wo wir es auf der zweiten Map finden. Ich fände es so toll, dass wir die einfach ins Wasser schubsen können. Und die dann drauf gehen. Den hier auch. Ab ins Wasser. Blub. Nice. So, hier ein bisschen Gas geben. Wo ist das Grimoire auf der zweiten Map? Das ist eine gute Frage. Wenn es jetzt wirklich nicht da unten ist. Ich
kann es mir halt nicht vorstellen, weil wir, wenn wir hier hinkommen quasi, auf der zweiten Variante, die wir letztes Mal gespielt haben, es ist zu gut, der Spot da unten fürs zweite Grimoire. Ich glaube, es ist einfach nur verbuggt gerade. Oh, das ist offen. Hier, holt eure Heilung. Holy shit, wir können so viel Zeug mitnehmen. Eins. Zwei. Komm schon, wir nehmen alles Lampenöl mit. Ich glaube, das müssen wir von der Außenseite mitnehmen. Wie öffnen wir das? Ich schreibe mal, dass wir hier die zwei Feuer machen müssen. So, da ist noch Art. Die können wir von hier oben mitnehmen. Ich würde gerne noch ein paar mehr Fässer mitnehmen. Einfach nur für den Spaß. Oh, komm schon, ich würde so gerne das letzte noch mitnehmen. Kann ich das hier mitnehmen? So, ich versuche es nochmal. So, nochmal markieren hier. Ja, man kann nicht wirklich alles mitnehmen. Ich schreibe mal, dass ich es, von der Außenseite versuchen sollen. Ob die das so damit schaffen. So, das ist nochmal Speed, das ist Munition, hier ist überall Heilung. Okay. Guck mal, Bahn trägt unsere ganzen Feuerfässer dahin. Neues. Oh, hier ist noch eins. Wir haben 5 Feuerfässer. Okay, 4 konnten wir mitnehmen. Das ist genial. Das ist doch lustig. So, wir machen mal eins hier hin. Eins nehmen wir mit hier hinten hin. Und dann sagen wir mal, kommt mit, weil jetzt können wir da hinten runtergehen. Dann können wir eins noch hier hinlegen, falls wir wie letztes Mal hier Probleme haben. Können wir hier unten noch lang gehen, weil jetzt ist es offen. Dann können wir jetzt hier unten lang gehen. Nehmen wir das Fass einfach nochmal mit bis nach oben. Wir können hier ein bisschen lang und dann gibt es hier unten noch mehr Goodies zu mitnehmen gleich. So, wir springen hier lang und dann können wir das hier anzünden. Ah, tut mir echt leid, jetzt ist es wahrscheinlich so mega dunkel. Aber ich hoffe, ihr könnt die Silhouetten vielleicht ganz, ganz gut sehen. So, hier hin, dann können wir das hier nochmal anzünden. Nice. Dann müssen wir hier hin springen und können das hier nochmal anzünden. Und dann können wir hier nochmal mehr Zeug mitnehmen. Nice. Jetzt nehmen wir ganz, ganz, ganz viele Fässer mit. Und werden wahrscheinlich gar nicht benutzen, richtig. Aber wir haben sie dabei. Das ist doch schon mal was zählt. Und hier oben geht das dann auf. Und wir haben nochmal ein bisschen mehr Zeug. Nice. So, ich leg mal ein Fass hier an die Treppe hin. Dass, wenn wir das brauchen, dass wir das dann mitnehmen können. Und wir können mal versuchen, hier rüber zu springen. Oh, es geht. Okay, das ist sehr gut. Das heißt, wenn man umzingelt ist und den Sprung hier schafft, kann man hier rüberspringen. Okay. Wenn wir auf die Kette springen, fallen wir durch. Okay, fallen durch. Okay. So, dann haben wir hier wirklich mal was Schönes geschafft, die Folge. Auch wenn der Start mal wieder ein bisschen schwierig war. Und das Ende jetzt wahrscheinlich nicht leichter wird. Jetzt können wir Orisa hier sehen. Wie sie da in der Kiste liegt. So, wir holen uns die Fackel und wir gehen direkt nach unten, machen die rein und gehen direkt raus. Wenn es da unten zu brenzlig wird, gehen wir einmal unten komplett entlang. Wie in der letzten Folge war es generell brenzlig. Okay, ich nehme die jetzt schnell und wir gehen direkt hier runter. Machen hier den ganz, ganz schnellen hier One. Ganz, ganz schnellen One. Komm schon, weg hier. Lasst uns in Ruhe. Lalala. Oh Gott, das ist echt schrecklich. Komm schon, wir schaffen das. Oh! Und raus hier. Hab euch lieb. Ich muss hier raus, meine Lieben. Muss hier leider raus. War mir eine Freude.
mit ihnen zu tanzen. Da ist der Assassine. Wir werden hier drauf gehen wahrscheinlich, wie es aussieht. Ich habe irgendwas getroffen, aber nicht den Assassinen. Okay, jetzt haben wir es aber. So, wir haben aber die Fackel geschafft. Das ist alles, was zählt. Jetzt ist aber alles hinter denen her. Eisenbrecher muss es jetzt wieder ein bisschen schaffen. Wenn alles in den Strudel kommt, ist eigentlich auch nicht so schlimm. Das müsste alles fertig machen. Aber schaut mal, wie sehr der Eisenbrecher hier gerade einstecken muss. Ich glaube nicht, dass das gerade noch schafft hier. Nee, das ist jetzt schrecklich. Naja, aber wir konnten... Ich konnte jetzt mal zeigen, wo es lang geht. Das ist doch ganz schön. Ich hoffe, Quinn bleibt nicht zu lange im Feuer stehen. Und jetzt kommt auch noch das Monster und noch ein Assassiner. Ich glaube an dich, Kirillian. Okay, ich glaube doch nicht dran. Ja, also als erstes einmal ganz schnell durchrennen und das Team müsste dann die Gegner weghalten. Das wäre, glaube ich, das Beste. Das wäre wirklich wahrscheinlich das Beste. Wenn wir die Wellen zu lange abwarten, wäre das auch nicht toll. Also wird das auch nicht toll. Die Assassinen können über die ganzen Mauern springen. Das wird interessant. Bei den nächsten Malen, die wir das spielen. Aber vielleicht schaffen wir das dann. Und seht mal hier. Da schreibt mich jemand an, dass ich joinen soll. Das werde ich auch gleich machen. Und ich hoffe, ihr hattet hier alle eine super schöne Zeit. Auch wieder mit der sehr erfolgreichen Folge diesmal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.